So, du möchtest also H5P auf einem eigenen Server installieren, damit du das anderen Leuten im Web zugänglich machen kannst. Hervorragend, ganz nebenbei. Kleiner Haken dabei, H5P läuft halt nicht alleine auf so einem Server, sondern braucht immer ein sogenanntes Wirtssystem, in dem es leben kann. Also dieses Wirtssystem macht dann so die Nutzerverwaltung. Da ergibt es keinen Sinn, dass H5P das selber neu erfindet. Das gibt es halt schon tausendfach. Das Wirtssystem kümmert sich um die Dateien, dass sie irgendwo abgelegt werden. Das macht auch nicht H5P selber. Das nutzt es halt mit. Und deshalb muss man sich ein Plugin für bestimmte Systeme installieren. Und eins davon ist eben WordPress. Da geht das. Ich zeige jetzt nicht, wie man ein WordPress installiert, einfach weil es unterschiedlich ist, wo man an die Nutzerdaten drankommt für die Datenbank und so, die man braucht. Das hängt immer davon ab, bei welchem Provider ihr jetzt seid und wie der das organisiert hat. Aber es gibt auch im Netz haufenweise Anleitungen. Also wenn ihr nicht wisst, wie man ein WordPress installiert, einfach mal bei YouTube eingeben, WordPress installieren. Da werdet ihr was finden, ganz sicher. So, machen wir es immer auf WordPress. Also auf WordPress läuft schon. Das ist das hier. Ist ein bisschen größer gemacht, damit ihr das gut sehen könnt. Aber da brauchen wir eben dieses H5P-Plugin und bei WordPress geht man hier links auf Plugins und da seht ihr, der ist nicht so viel, das nur der Classic Editor, einfach weil ich schon älter bin und mit dem der neue ist so hoch für mich. Da ist der drin und da installieren wir jetzt H5P. Das geht so, indem wir hier oben auf diesen Knopf installieren klicken und da seht ihr schon, das sind jetzt alles ganz ein paar von den Plugins, die es für WordPress gibt, und wir brauchen H5P. Und dafür gibt es hier rechts diese schöne Suchfunktion. Da brauchen wir nur H5P eingeben. Und dann spuckt er mir das auch aus. So, es gibt viele Plugins zu H5P, aber wir wollen nur dieses eine H5P-Plugin, das gleich als erstes angezeigt wird. Und dann klickt man da auf Jetzt installieren. Und dann dauert das natürlich einen kleinen Moment, bis das da ist. Jetzt aber auch nicht mordsmäßig lange. Und dann kann man es gleich aktivieren, wenn er dann fertig ist. Oh, ich werde ein bisschen wirr hier. So, installiert. Und dann klicken wir auf Aktivieren. Und dann sind wir schon, ja, noch nicht ganz fertig, aber fast fertig. Es gibt jetzt noch so zwei Kleinigkeiten, die wir tun müssen. Oder eine mindestens, zwei potenziell. Fangen wir mit der einen an, die müssen wir nicht unbedingt machen, aber wir könnten mal in die Einstellungen gucken, die es jetzt hier gibt. Da kann man nämlich noch haufenweise Details einstellen. Also, könnt ihr später einfach mal gucken, wenn ihr H5P schon mal installiert habt und das kennt. Es gibt unterhalb immer so eine Leiste, da kann man einstellen, ob die immer sichtbar ist oder ob das der Autor, also derjenige, der den Inhalt erstellt, steuern kann. Dann kann man den Download erlauben oder verbieten. Man kann den Einbetten-Button erlauben oder verbieten. Das gleiche mit dem Urheberrechtsknopf. Was haben wir noch? Man kann sich überlegen, sollen denn für die einzelnen Benutzer auch die Ergebnisse gespeichert werden, damit sich die Leute die Ergebnisse angucken können. Der ist noch ganz spannend, der Inhalt statisch speichern. Der ist einfach dafür gedacht, dass man so in einer bestimmten Frequenz, hier alle 30 Sekunden, kann man noch kleiner machen. Und immer wenn man so auf Check klickt, ob man auch den Zustand speichern möchte. Das heißt, das hilft einfach darum, daran, wenn es eine sehr lange Aufgabe ist und Leute machen etwas und wollen eine Pause machen, dann müssen sie nicht die ganze Zeit den Rechner anlassen, sondern machen ihn einfach aus. H5P speichert das. Und wenn die Person wiederkommt, dann kriegt es genau den gleichen Zustand wieder dargestellt. Das heißt, wenn ich vielleicht interaktives Video erst zur Hälfte gesehen habe und die Aufgaben da bearbeitet habe, dann kann ich mit dem, was ich gemacht habe, schon weitermachen und mache einfach nur noch den Rest. Ja, der Rest sind so kleine Details. Ich glaube, die müssen wir nicht unbedingt mit angucken. Was wir noch brauchen, ist natürlich erstmal, wir wollen jetzt noch H5P-Inhalte erstellen. Dazu ist noch ein kleiner Schritt notwendig. Den seht ihr hier, also wenn man auf H5P-Inhalt geht und dann auf Erstellen. Dann sagt er nämlich, ah, guck mal, ich brauche noch von dir eine Zustimmung. Und zwar gibt es den sogenannten Content Hub. Das ist das Fenster, wo ihr seht, was ihr erstellen könnt. Und speziell in Hochschulen sind so Administratoren immer sehr vorsichtig mit dem, was sie erlauben, weil die Inhalte, also die Inhaltstypen, die müssen ja dann erst hier installiert werden und die muss man sich dann immer von diesem Hub holen über das Netz. Und Administrationen, gerade in Hochschulen, die machen das gerne lieber selber per Hand, weil sie nicht wollen, dass automatisch Sachen nachgeladen werden. Ist aber eigentlich kein Problem, da gehen auch keine personenbezogenen Daten oder so weg, sondern es sind nur Inhalte, die von einem anderen Server kommen. So, kann man sich jetzt überlegen, mache ich das per Hand, dann sagt man I disapprove oder ja, man sagt, nee, das mit dem Hub ist schon okay, ich will das jetzt nicht alles ständig per Hand installieren. Ich mache das über den Hub, ist auch schöner. Dann gibt man halt die Zustimmung. Das ist jetzt genau dieser Content Hub.
Und der hat sich jetzt schon Informationen geholt über die Inhaltstypen, die verfügbar sind, eben interaktives Video und Kurspräsentationen und so weiter. Und jetzt muss man sich noch überlegen, welchen möchte ich denn haben? Wenn man die tatsächlich gezielt auch installieren kann, man muss sich jetzt nicht den ganzen Rutsch runterladen. Ja, man könnte jetzt hier auf Übernehmen klicken und dann sich installieren. Der Trick ist, wenn man doch möglichst alle haben will, da will man jetzt hier nicht, also hier steht 41, dann will man nicht 41 Mal das Ganze installieren, sondern es soll vielleicht ein bisschen schneller gehen. Dann scrollt man und man sucht sich hier diesen Inhaltstyp namens Column. Column deshalb, Column hat den Vorteil, dass da drin ganz viele andere Inhaltstypen eingebettet sind. Und wenn ich jetzt Column installiere, das mache ich einfach mal, ich klicke mal hier auf Übernehmen. Und dann kann ich hier auf Installieren klicken und mache das auch. Das heißt, er lädt sich jetzt halt Calm runter. Aber weil man zum Beispiel interaktive Videos auch in so einen Calm einbauen kann, lädt er sich auch die interaktiven Videos runter. Weil man Kurspräsentationen auch in dieses Calm einbetten kann, lädt er sich auch den Inhaltstyp Kurspräsentation runter. Das gleiche gilt für, was sind denn noch drin? Multiple-Choice-Fragen, einfache Texte, Audiosachen. Ich weiß gar nicht, was da noch alles drin ist. Eben sehr viel. Und das mache ich jetzt hier in einem Rutsch. Deshalb dauert das auch einen kleinen Moment, weil er jetzt natürlich, jetzt lädt er sich tatsächlich von einem anderen Server Daten. Hier unten steht es auch, er hat jetzt nämlich insgesamt 69 Bibliotheken installiert. Bibliothek heißt nicht automatisch Inhaltstyp. So, aber im Prinzip war es das. Wir können jetzt hier, also wir können jetzt auf Benutzen klicken, aber ich gehe einfach mal zurück. Und ihr seht, Interactive Videos installiert, Course Presentations installiert, Multiple Choice und so weiter und so fort. So ein paar Sachen halt noch nicht. Also Flashcards, weil man die nicht in Calm einbauen kann. Aber die könnte ich jetzt auch noch installieren. So und mehr braucht ihr eigentlich nicht tun, um H5P in WordPress zu installieren. Macht das einfach mal und dann legt los, erstellt schöne Inhalte.